Jawohl. Und weiter in der Reise hier. So, wie sieht es denn mal mit einer Fackel aus? So. Boah, Krabbe. Lelele. Na, sind sie wieder auf dem Weg 20 Schlangen oder was? Oder wie oder was? Was haben wir denn hier? Weißenschakal. So, da ist ein Baum. Kannst du mal den Baum mitnehmen oder müssen wir hier hin? Na, wo ist der Kollege? Ich höre ihn doch schon. Ja. Hol dir mal auf, schlaf mal noch. Jo, wir sehen aber auch nicht mehr so fit aus, wa? Würde ich mal sagen. Schon bloß der Effekt, der da. Ja, der Schuss war nicht schlecht. Oh, direkt in den Kopf. Armer. Ja, ein bisschen größere Insel, ne? Da haben wir eine Wasserquelle. Ja. Naja, dann gehen wir erstmal hier noch. Klappern das hinten ab. Suppen gemacht. Die bringen uns wieder nach vorne, die Suppen. La 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 la. La la la. Miau. Der Mond. Unendliche Weite.
Da hüpft ein Redelein. Ja, ja, probier dich mal. Fahr denn hier. Hier? Komm, da können wir nochmal rauf. Ah, renn du nur weg. Sag mal, wird es denn eigentlich wieder Tag? Du hast hier immer so dunkel. So schön hier. Schön. Schöne Ebene. Könnte man sich auch niederlassen. Curry zu holen. Oh, Junge. Hat uns doch noch erwischt. Der Hund. Schon wieder daneben. Ist denn sowas? Nee, du springst mir näher an. Erstmal mit Suppen nach oben heilen. Kann man ja auch mal machen. Oh Gott, das Spinne. Alter, hau ab! Sag mal! Nein, hau ab! Lass mal hoch! Alter, wo ist sie denn? Dass sie uns hier verheftet hat, ist auch ein Wunder. Natürlich, Ring. Was denn sonst? Ja, ist ja okay. Ruhe. Gewitter. Was denn sonst? Anleitung für Jagdfühl. Okay. Sound ist auf dem Point einmal direkt. Wenn ich dann meine Nacken habe. Schlangen die, Alter, ich hab dir kommen hören.
ja, ist ja gut. Ja, immer locker. Hier haben wir eine Wasserquelle. No. Okay, yeah. Was hat die hier? No. Dann wird man ja hier und dann da rum. Mit dem Hügel lang. Ja. Geht lang. Ja. Ja, und wo ist das schon wieder eine Fange? Hast du doch gehört. Erstmal eine Runde schlafen. Junge, 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 was für ein Wetter. Sag mal.
Na, was denn? Hm? Wieso ist überhaupt von so was? Cola, Mann. Schön ruhig. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme das jetzt mal mit. Kann nur gut sein. Ist der über uns hier? Oh ja, da. Mal weg jetzt hier. Ich sehe ja sonst nichts. Oh, schade, ich dachte, wir kommen hier direkt hoch. Komm schon, ich weiß, dass du das auch willst. Komm schon. Was hat der jetzt? Na ja, siehst du. Du bist ja wie ein kleines Äffchen. Ja nicht. Hallo. Da ist was. Und da hinten. Ich vorschlage, wir gehen erstmal auf die Seite. Was haben wir denn hier schon? Pinole-Rezept. Was ist denn ein Pinole-Rezept? So. Sonne, Regen, Hitze, Wind, Kälte. Gewährt sie Rüstung. Gewährt 12 Rüstung. Wenn du den kompletten Satz Jägerkleidung angelegt hast, erhältst du einen besonderen Status, der dich weniger auffällig für Tiere macht und die Ausdauerkosten reduziert. Ja, darüber können wir mal nachdenken. Gerbrei, verbesserte Gerbrei. Ausgezeichnet Gerbrei. Mhm. Bin mir noch nicht sicher. Lämmergift. Schießbüro. Geteilter Baum schon mit der Versuchung. Oh, hier machen wir noch rüber. Geteilten Baumstamm. Ja, lass mal die Brücke rüber.
erstmal die Brücke ab. Kann man ja mal machen. Wenn wir schon hier sind. Leinseil. Ich habe hier keine Leinseil mehr, oder? Doch, klar. Ein Stück so, ja. Erstmal nach Suppe im Kopf. Okay. Ist da bestimmt noch so ein Dick rum, ne? Ja. Zack. Als ob wir jetzt hier eine Brücke bis zur Ruhe gebaut haben. Wie viele können wir da noch tragen? Ein bisschen. Ein bisschen ist immer gut. Die Frage ist, wie kommen wir dann von hier wieder weg? So eine hypothetisch hier so. Das wäre ideal. Boah, Alter. Jo, wie schwer ist denn hier so ein Silber? Nee. Oh, Alter, was? Finde Silber. Jawohl. Okay. Herstellung gesagt, da haben wir was Neues. Was haben wir denn da Neues? Silberbarren. Okay. Aus Silber machen wir Silber. Liegt hier auf der Hand. Also. Oh. Da liegt ein bisschen Blut rum. Was? Willst du denn? Bleib mal hier schmeidig. Fass. Warum ist in diesen Fässern eigentlich nie was drin? Eigentlich wollte ich in die andere Richtung, ne? Ich fällt mir gerade ein. Das ist bestimmt die Brücke, die da rüber geht. Zu schwer. Oh, die Sonne. Kann man hier eigentlich auch runter? Also runter geht das bestimmt immer, aber... Runter geht es immer. Was ist das denn da, eine Höhle? Nein, ich weiß ja nicht. Komm, ich schau mir erstmal das da hinten an. Gezuppel? Ruhe, ne? Nur gut. Wir wollen auch niemanden hetzen, ne? Lalalala. Da hinten brennt Feuer.
Bananas. Ja, jetzt beruhigt euch mal. Oh, Moment. Lass mir raten, ihr wird bestimmt nirgendwo rumliegen. Sag mal, ist der da ein Schwert? Engineer Castillo planned to make fulminating silver for bombs using resources from these mines. Unfortunately, his time ran out. The killer caught up with the engineer. But it seems that the killer was also wounded in their fight. Castillo managed to notice where the killer sailed after that. He wrote the direction with his blood on the nearest stone. Dolch des Seefahrers. Okay. Brauchen wir das mal nicht selber herstellen. Oh. Nordwest, sagt er. Nordwest. Also irgendwo eher in die Richtung, ne? Mal sagen. Was haben wir denn hier? Liste verschiedener Künste. Ach, ein Buch zum Lesen. Finde das Lars des Ingenieurs. Ja, haben wir, haben wir gemacht. Falls jetzt den Sarah sehen wollen, ja. Erstmal eine Runde pennen machen. Oh. So. Jo, bis zum nächsten Morgen. Einfach mal durchpennen. So. Was haben wir denn hier? Haltbarkeit, 40 Schaden und unser Dolch. Schneidewerkzeug hat maximale Effizienz. Kann zwar vorher Werkzeug verwendet werden, mal 60, verursacht mindestens 25 Schaden. Ich bleib lieber bei unseren erstmal. So. Dann würde ich sagen, erstmal so zum Schiff, ne? Erstmal entladen. Vielleicht ein bisschen hoch, bin mir nicht sicher. Finde Lager. Machen wir. Oh nein, geh weg, geh weg. Nein, aua. So, wie kommen wir denn am besten und sicher wieder zurück? Am besten rüber? Dann hier runter? Mhm. Macht Sinn, ne? Oh Mann. Das sieht richtig sicher aus. Oh.
Langsam und vorsichtig. Lass mir raten, da drüben ist bestimmt ein Lager. Das Lager des Ingenieurs. Lalala. Bloß nie runterschauen. Jetzt aber schnell hier. Jetzt 3 Meter. Hm. Wir haben noch eine Aussichtsplattform. Das ist ja angenehm. Da können wir doch hier bestimmt noch mal eine Kartierung starten. Oh ja. Oh, was? Da hinten ist Bossfight. Aber auch noch eine Menge aufzudecken hier. Oh oh. Ich dachte gerade, jetzt stürzt er runter. Oh Junge. Frag einfach nicht. Küre Hühner. Nimm das Bauplan des Ingenieurs mit, nimm das Tagebuch des Ingenieurs mit. Vielleicht müsste ich mir auch erstmal umsehen hier beim Ingenieur. Was, ein kleiner Kadaver? Kann ich in den Inventar mitnehmen? Ja. Da Vinci's Pläne. Leonardo da Vinci's Bogenschiff-Design. Mhm, mhm. Okay. Olle da Vinci. Oh, die Feder kommt mit. Kokosnuss, Tagebuch, warte, ruckel die Zuckel ab und zu mal. Richtig schöne kleine Glara, das ich baut hier. Was liegt hier? Oh, Eisennägel. Da sehe ich mich aber. So, gibt es hier sonst noch was Spannendes? Ja, Lehm. Nun, dann grabbeln wir uns mal das Ding hier. Tagebuch des Ingenieurs. Tagebuch des Ingenieurs über die Silberinsel. Was? Gaspar? Gaspar Gastelino, Ingenieur der Expedition von Ponce de Leon 1513. Was für eine wunderschöne Insel. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich alles erkunden und es Ricardo später zeigen. Aber zuerst muss ich noch etwas erledigen. Ich muss Silber aus dem nahegelegenen Vorkommen abbauen. Das Silber ist endlich abgebaut worden. Jetzt muss ich daraus Silber fulminant herstellen. Dafür brauche ich eine Art Riesenwaffe. Glücklicherweise habe ich vor der Mannschaft gehört, dass nicht weit von hier ein
spanische Galeone mit einer großen Kanone gesunken ist. Ich muss Teile davon aus dem Meer bergen. Normale Schiffe können diese Kanonen nicht transportieren. Also habe ich jetzt eine Ausrede, um meinen Traum zu verwirklichen und Da Vincis Pläne für die Arche zu verwenden, die ich bei mir habe. Ich hoffe, mein Plan gelingt. Geht auf. Ich habe auf dieser Insel Flachs gefunden. Jetzt kann ich daraus eine Windel herstellen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich genug Silber, Schwefel und Flachs besorgt habe, um dann zum letzten Teil meines Plans überzugehen. Bimini erwartet mich, aber wo ist Ricardo? Oh. Was haben wir denn hier? Die Geschichte endet hier vorerst. Okay. Du hast den Handlungsstrang dieser Spielversion beendet und kannst weiter nach Ponce de Leone und den Rest der Mannschaft in einem kommenden Spielupdate suchen. Erkunde weiterhin die Welt und entdecke deine Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo weiter. Dir stehen noch viele Abenteuer bevor. Okay. Okay. Ja, das Update soll ja bald kommen, ne? Nun, gut. Aber hier ist ja noch reichlich zu entdecken, so ist ja nicht noch. Ziehen wir erstmal zum Schiff zurück. Weil ich noch immer überladen bin. Naja, wir müssen uns ja noch vorbereiten und hier erkunden und dass noch ein Boss kam und ein Schiff müssen wir auch noch bauen und also tolle Sachen. Also bis ich hier so weit bin, da ich schon wieder weiter hier mit der Geschichte. Kannst du aber wissen. Mann, ich hab den nie gesehen. Na, dann komm mal ran hier. Was ist da noch auf der Höhle? Oh, jetzt hier lag man damit. Sind wir schon fast beim Schiff. Dann können wir erstmal ein bisschen Eisen holen. Yeah. Hühner des Todes. Oh, oh, oh. Ah. Fuck off. Kann ich hoch? La la. La 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 la. Schwingen die Arme hin und her. La la. Schön, schön, schön. Ja, so ein paar Blätter und so ein Zeug kann man nicht umsetzen. Zack. Oh, Vogel, die Zuckel. Oh, oh, oh. Nun gut. Nägel gefunden. Kann man den Wettschmesser baut er eigentlich auch gerne. Schieben. Durch. Bitte. Die Blätter. Das
Leben auf jeden Fall. Die Eier, die können wir auch hier mal. Gut aus unten hin. Was geht schon wieder?